Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Bubus Selbstversuch in Hardcore. Wir haben Tag 4, wir haben ein Dorf gefunden, wir haben tatsächlich einen Bogner gefunden. Ich muss jetzt nur noch einen von den Herrschaften überzeugen, seine Arbeit hier auch zu machen. Ich habe da jetzt mal ein Bett aufgestellt, es ist zwar meins, aber hier gibt es ja genügend andere, die wir abbauen können. Und ich würde mal vorschlagen, wir schauen mal, dass wir hier so ein paar Bäumchen in Stöcke umwandeln, damit wir möglichst schnell an einen Bogen rankommen. So, ich würde jetzt vorschlagen, ich wälze schon mal das Eisen. Dann gucke ich mal, ob ich mir eine Hose basteln kann. Das kann ich tatsächlich schon. Sehr schön. Okay, wir ziehen die Hose an. Das Kupfer müssen wir dann auch noch brennen hier. Ich packe diese Mineralien da mal alle rein hier. Dann werden wir uns zur Sicherheit noch ein paar Fackeln machen. Machen wir mal ruhig 8 Stück. Es reicht. Dann haben wir hier noch Brot. Das können wir hier unten in die Essenskiste reinpacken. Packen wir auch das Leder rein, weil ich habe ja nur noch eins. Okay, wir haben hier noch Federn. Die packen wir hier auch mal rein. Und das Buch. Das sind alles so Dinge, die wir jetzt nicht brauchen. Hier ist das. Oh, warte mal, wir könnten aber auch gleich einen Pinsel machen. Ich glaube, den könnten wir schon machen. Ja, da hätten wir schon mal einen Pinsel. Sehr schön. Okay, dann packen wir das hier. Nicht so hoch. Dann packen wir uns die Fackeln in die Hand. Wir haben Pinsel, man weiß ja nie. Und dann müssen wir mal sehen, dass wir hier noch so, ja, wie gesagt, jetzt Holz organisieren. Holz organisieren. Gar nicht so schwer. Ich denke mal, wir werden hier auch gleich Sitzlinge kriegen und können hier sowas ähnliches wie eine kleine Baumfarm anlegen. Oh. Weil ich muss ja irgendwie den Villager, die hier rumgeistern, dazu kriegen, dass sie jetzt hierher kommen. Lassen wir mal gucken, ob wir das machen. Ich bin noch ein bisschen überfragt. Ich werde auf jeden Fall erstmal alle Bäume hier wegnehmen. Damit wir jetzt erstmal ganz viel Zeug für den Bogen da kriegen. Mal vorsorgen. In der Hoffnung, dass einer sich entschließt, Beruf zu ergreifen. Weil ich habe ihm zumindest ein schönes Bett hingestellt, nämlich meins. So, okay. Alle Bäume weg. Dann hoffe ich mal, dass wir hier nicht 100.000 Farmer haben. Einen haben wir. Okay. Das machen wir übrigens richtig schön, dieses Dorf dann. Jetzt werde ich erstmal beigehen, wie wollen wir alle wegnehmen. Wir machen dann schöne Custom Trees und vorausgesetzt, wir schaffen das alles. Das weiß ich nicht, aber ich habe mir Großes vorgenommen und da drückt die Daumen, dass das so klappt. Wundert euch jetzt, was ich hier tue? Ganz einfach, ich löse die Connection, damit dieser Baum hier dies kann. Das tut er nämlich nicht, wenn er an dem Haus festklebt. Okay. Gut, dann nehmen wir uns nämlich auch schon mal die Setzlinge. Wie kriegen wir jetzt einen von diesen netten Herren dazu, einen Dienst zu machen? Nicht das. Ja, du könntest dich auch mal beeilen mit dem verschwinde. Jetzt sag nicht, dass der hier. Leute, kommt doch mal hier raus. Ist doch nicht euer Ernst, oder? Hallo? Hallo? Sagen Sie mal. Hey. Hallo? Ich könnte Ihnen ein bisschen Brot sponsern. Was halten Sie davon? Sie mal. Ich hätte ein bisschen Brot. Das müsste ich irgendwie mal da und so.
Hopp. Esset und vermehret euch. So, oder so. Okay, hier steht noch ein bisschen Heu rum, was wir einpacken können. Ich weiß auch nicht, warum diese Herrschaften da meinen, drin zu stehen. So wird das nichts mit dem Bogen, na. Mensch. Das ist nicht. Okay, wir müssen ein bisschen Geduld haben, aber in der Zeit können wir halt hier so mal Bäumchen anpflanzen. Das Beste hoffen, dass sich hier einer ansiedeln wird. So, haben wir noch ein bisschen Kohle, die nehmen wir natürlich gleich mit. Ein bisschen die Wege hier aufhauen, aber das ist nicht weiter schlimm, das können wir ja wieder stopfen. Aber Kohle ist halt Kohle, ne? So, okay. Dann haben wir hier Kobbeln, dann nehmen wir einfach Kobbel und stopfen den da rein. So. Sie sind im falschen Haus. Ja, ernst. Oder? Hallo? Ich brauche keine 100.000 Trilliarden von Steinmetzen. Nee, brauche ich nicht. Ist da was? Ich bin jetzt ganz frech. Gehen Sie mal rüber an das Haus. Genau. So. Genau. Den wollen wir haben. So, nehmen wir mal jetzt ganz viele Stückchen, traden den an. Ja, den traden wir hier. Ja. So, den traden wir jetzt einfach mal ganz frisch an. Ist er uns ein Bogen. Okay. Die blubbern schon. Sehr schön. Bleiben Sie mal stehen. Okay, hier gibt es einen Bogen. Hier gibt es Pfeile. Das hätten wir schon mal, aber ich möchte ihn noch weiter nach oben traden. Okay, dann packen wir mal das dahin. Warte mal, die Erze habe ich da. Warte mal, ich muss mal die Steinsäge dahin packen. Die könnten wir eigentlich wieder zurückstellen, weil wenn der nächste dann Bock hat, den Beruf zu ergreifen, soll er es machen. Gut. Okay, dann habe ich hier noch vier Heuballen und werden auf jeden Fall noch Stückchen rein. So, wir werden auf jeden Fall beigehen und jetzt hier einfach mal so eine Baumplantage ansetzen. Der könnte hier übrigens auch noch verschwinden. Okay. Gut. Mal gucken, wo die sich am besten eignen. Sozusagen, wir machen die hier in der Mitte. Dann haben wir sie in Übersicht. Einfach immer. Random. Bäumchen. Aufstellen. Weil wachsen tut die ja eh. Einer nach dem anderen. Ja, ich pflanze hier gerade ganz viele Bäume an für euch. Also für meinen Bogen, ne? Damit wir den ganz schnell nach oben traden können. Mal noch anpflanzen. Da haben wir schon einen. Machen wir hier noch welche. Da einen. Okay, gut. Das haben wir jetzt auch schon hinbekommen. Und ja, ich bin schon sehr stolz auf mich, dass wir das schon so geschafft haben. Jetzt müssen wir mal gucken. Also ein Schäfer. Ja, kann man machen, muss man nicht machen. Ich habe zwei von der Sorte, die sind aber für Klamotten halt gar nicht so schlecht. Obwohl ich einen Weber viel lieber hätte. So, mal hier noch reinschnuffeln. Gibt es hier noch irgendwas Golem-mäßiges oder so? Herr Golem, haben Sie Ahnung? Ist hier irgendwas noch Interessantes, was wir hier abbauen können? Da ist noch Kohle, sehr schön. Aber eben kein Eisen. Da müssen wir halt ein bisschen durch. Okay, es wird schon wieder Nacht. Wir werden gleich mal schauen, dass wir irgendwie. Ja, vielleicht kriegen wir eine Spinne. Ich weiß es. Wir machen einfach weiter.
Der Golem passt ja auf. Hoffe ich. Weil das wäre ja wohl. Wenn der hier unser Dorf nicht beschützt, könnt ihr natürlich auch, ich sag mal, ein bisschen flachlegen, aber ich denke mal, momentan erfüllt er hier noch so seinen Zweck. Naja, sie sollten vielleicht mal hier rausgehen. Das Problem sind nur die Schweine. Ja. Es ist, oder die Kühe so. Ich, Schweine brauche ich ja eigentlich. Ich weiß, wenn sie mal ins Bettchen gehen würden. Könnt ja mal die Glocke läuten. Solltet ihr bitte ins Bett gehen? Dankeschön. Die Schweine können wir dann immer noch wieder hier einsperren. Okay. Das heißt, ich werde hier mal so ein paar Fackeln zwischensetzen. Dass wir hier auch ein bisschen Probleme kriegen. Ein bisschen ausleuchten. Ein bisschen aus. Ich würde ja gerne eine Spinne oder so kriegen, weil dann hätte ich schon mal eine Angel und könnte was tun. Was wir aber auch machen können, wir können einen Fischer machen. Der liegt da im Bett. Okay. Können Sie kurz aufstehen? Es ist mein Bett. Ja. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben Tag 5. Yay. Tag 5. So. Okay, dann schauen wir mal. Ich werde mal hier hinten. Ob wir hier hinten vielleicht noch Eisen oder irgendwas finden. Hier ist eine Höhle. Was eben. Bauen hier einfach uns mal ein bisschen um. Da gibt es Pferde. Hier ist auch keine Spinne mehr übrig. Ich glaube, dazu haben wir die Nacht so schnell geskippt. Aber es gibt hier Schafe, es gibt Kürbis. Also wir sind hier bestens versorgt. Dein Ernst? Bleib mal da hinten. Ganz ehrlich. Ich brauche keine. Ja, und ich brauche sowieso schon mal gar keiner. Bumm. Genau. Bumm, kaputt und fertig. Genauso wollen wir es. So. Okay, hier haben wir noch ein paar Stöckchen. Die sammeln wir ein. Warum hat dieser Ort eigentlich so schrecklich viele Kartografen? Da oben lebt auf jeden Fall noch ein Farmer. Da hinten war ja die Stelle, von der wir gekommen sind. Schauen wir mal nach. Okay. Hier noch so zu holen gibt. Hier gibt es eine schöne Höhle. Und ja, das sind eher so Felsspalten. Also es sieht doch sehr ungemütlich aus, würde ich mal sagen. Wir schauen uns jetzt ein bisschen herum und ja, in der Zeit hoffe ich mal, dass die Bäume da wachsen. Wir können natürlich hier auch noch Bäumchen holen. Weil zumindest das Bogenproblem hätten wir jetzt gelöst. Warum schmeißen sie hier mit Eiern? Und so viele gleich. Wird aber schön. Legebatteriehühner hier. Oh Mann. Okay. Wir gehen mal auf die andere Seite und schauen uns da noch ein bisschen um. Ich weiß, dass da hinter mir noch ein paar Kühe sind. Hier müssen auch noch welche sein. Die könnte man dann vielleicht auch. Da unten ist noch Kohle. Und ob ihr es glaubt oder nicht, draußen im Real Life schneit es gerade. Wir haben ja sonst keine Probleme im April. Wir haben es fast Mai und es schneit. April. So, okay. Zum Glück scheint hier die Sonne. Mir ist wohlig warm. Und da hier liegt massig Kohle rum. Es wäre natürlich cool, wenn hier auch Eisen herumliegen würde, aber damit haben wir leider noch nicht so das Glück. Da machen wir den Ausgang. So, schauen uns dann weiter ein bisschen um, was es hier so gibt. Hier scheint so ein relativ großer Strandbereich zu sein. Das ist aber gut, wenn man nachher Glas braucht.
Es gibt viele Pferde hier. Wir sind hier direkt am Wasser. Das heißt, ja, müssen halt mal gucken. Also hier wäre zum Beispiel auch eine gute Stelle, wenn wir Glück haben, dass hier vielleicht ein paar Spinnen. Und ah ja, hier ist sozusagen die Kirche. So. Wenn wir jetzt hier nicht rumgelaufen wären, dann hätte ich das gar nicht gesehen. Also das Problem hätten wir dann auch schon. Jetzt muss man nur sehen, wie kriegen wir die Dorfbewohner durchs ganze Dorf. Wir könnten natürlich beigehen und jetzt mal so ganz dezent einen Weg bauen, weil er hat hier das Problem, der kommt da nicht durch. Also wir laufen ja nicht um den Berg rum. Jetzt bin ich gespannt, wie ich das in den Griff kriege. Aber wir könnten da tatsächlich einen schönen Tunnel durchbauen. In der Hoffnung, dass uns da nicht der Sand auf den Kopf fällt. Ich muss. Ah. Ich habe jetzt. Warte mal, habe ich genug Holz mit? Ich könnte mir noch eine Werkbank machen. Könnte mir noch. Tatsache. Ja, könnten uns noch Werkzeug. Weil das werden wir jetzt brauchen, da durch den Tunnel zu kommen. Okay, wir lassen mal eine Werkbank jetzt hier stehen. Nehmen mal den Sand weg. Sagen, den Tunnel, damit der auch richtig schön wird. Weil das Haus zum Beispiel, das können wir versetzen, das geht. Würde ich sagen, warte mal, wir machen das mal so. Eins, drei, vier. So, dass wir hier so einen richtigen schönen Tunnel durch. Dann haben wir nämlich zeitgleich auch Steine. Wir müssen auf jeden Fall mal Fackeln hier setzen. So, eins. Hier mal. Den noch weg. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir hier weg. Das ist das gleiche Bild, das mal ergibt. Hier vorne. Ah, meine Picke kaputt. Toll. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. Da haben wir denn drei. So. Okay, passt. Das heißt jetzt immer hier quasi durch, bis wir auf der anderen Seite. Und ihr seht, hier fällt schon das Kies. Das dauert jetzt nun mal. Aber das, oh Mann. Das müssen wir dann unbedingt da oben stabilisieren. Weil sonst haben wir ein Problem. Oh. So. Da ist er runtergefallen. Da kann man da hin. Ja, so. Okay. Dass wir das hier so als Ding haben. So, dann hoffe ich mal, wenn hier schon Kies runterfällt, genau. Und das ist doch schon mal richtig cool. Wir kriegen Eisen. Okay. Mal da wieder Andesit reinsetzen. Das passt. So, da kommt der nächste Kies eingerutscht. Dann da wieder ein Andesit rein. Hier wird auch gleich der ganze Kies wieder runterkommen. Wir machen mal hier da schon mal die Leuchtung.
Ah, das würde natürlich mit einer Eisenpicke wesentlich schneller gehen, aber wie gesagt, wir schaffen das. Wir haben ja Zeit, wir sind nicht auf der Flucht. Bettchen ist hier drin, also uns kann auch gar nichts passieren. Also, ich habe genug Essen mit. Und da alles, was ich brauche. Okay, dann muss ich hier ein Steinchen hin. Okay. Ja, den müssen wir ja wegholen. Es macht ja keinen Sinn. Den muss ich ja einen höher setzen. Okay. Wie gesagt, wir fangen gleich im Grunde genommen an mit kleinen süßen Projekten. Das heißt, Dorfanbindung und damit natürlich alle Häuser genutzt werden können bei der Gelegenheit. Hoffe ich mal, dass ich noch ein bisschen mehr Eisen finde. Wäre natürlich cool, wenn das so klappen würde. So, okay. Ja, auch schon mal Licht. Ah, der ganze Kiel. Wir werden wahrscheinlich einige an Picke verbrauchen, aber das ist nicht. So, und da vielleicht lasse ich mich auch dahin raffen, dass man hier vielleicht eine Timelapse dann macht. Das alles ein bisschen beschleunigt. Oh, okay. Da haben wir schon wieder Kohle. Das ist sehr gut. Wir haben zur Schlafenszeit. Jetzt hier gehen wir schlafen. Laufen wir doch mal fünfmal um das Haus rum. Okay. Güte. Und wir haben gleich Tag 6. Hättet ihr gedacht, dass ich so lange schon überlebe? 6 Tage. Wow. Ist schon eine Menge wert. Wer es weiß, beim letzten Hardcore-Projekt bin ich tatsächlich noch 40 Minuten gegangen. Ja, in Hardkern. Ja, aber hier habe ich ein bisschen länger überlebt. Da war auch so ein ganz doofen Tod ereilt. Ich hoffe, dass mir das hier nicht passiert. Und wir einfach hier wohlgemut alles machen können, was ich hier so geplant habe. Ich hoffe es. Und das hört mal der Kies hier auf. Das ist jetzt. Vielleicht ein Wandering Trader schon wieder. Oder ist das normaler? So, auf jeden Fall haben wir hier etliche Kohle noch drin. Oh, neue Picker. Auf jeden Fall kriegen wir schön viel Baumaterial. Und wenn wir dann später zaubern wollen, haben wir dann auch genügend Zeug, wir dann halt leveln können mit. Also wenn wir die Steine hier durchbraten. So, dann machen wir hier mal den nächsten. Das wird daher sowieso ist noch ganz anders. Muss man hier auch erstmal die Kohle rausholen. Na, wir sind ja hier wie so Minenarbeiter unterwegs. Im Tunnelbau. Ich bin gespannt, wo wir da genau durchkommen. So, wie gesagt, ich hole die Kohle jetzt überall raus. Jetzt müssen wir den einen Baum da fällen und ja. Okay. Ist auch ganz gemütlich. Wir sind ja hier nicht auf der Flucht, sondern wir wollen ja hier lange überleben. So, dann können wir nachher nämlich auch das Eisen mal brennen. Eigentlich auch jetzt machen. Wollte ich Eisenachs? Naja, gut. Immer ein Ofen. Wir haben erst zwei Eisen gefunden. Also von daher mit dem dritten Eisen hätten wir zumindest schon mal eine Picke. Ist ja schon mal. So, okay, weiter geht's. Momentan ist eher mühsam, ernährt sich das Eichhörnchen mit einer Steinaxt.
Habt ihr denn alle schon mal Hardcore gespielt? Das würde mich ja mal interessieren. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare rein. Vor allen Dingen, wie lange habt ihr überlebt? Hat das gleich geklappt oder seid ihr auch relativ früh gestorben? Also meine ersten Versuche, die waren nicht so gut. Und dass ich in Dynasty und so oder so lange überlebt habe, lag eigentlich auch nur daran, dass ich viele nette Spieler hatte, die mir da halt geholfen haben, die mich immer wieder beschützt haben oder mir auch so ein paar Tricks und Tipps verraten haben, die ich machen kann, damit ich länger am Leben bleibe. Aber wie gesagt, hauptsächlich lag es daran, dass eben ganz viele auf einen aufgepasst haben. Aber wie gesagt, wenn man das alleine spielt, ist das noch eine andere Hausnummer. Aber es ist ja keiner da, der einen warnt, wenn zum Beispiel so ein Kuschelfreund sich annähert. So, ich bin echt gespannt, ob das hier so aufgeht, wie ich mir das so vorstelle, aber ich glaube schon. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und viele Bausteine haben wir da durch. Das ist ja nicht das Schlechteste. Dann haben wir das nämlich gleich erledigt, dass wir hier ganz viele Steine schon haben. So, nächster Picker. Okay. Erste Picke machen. Eisen ist hier schon fertig. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe kein Holz mehr. Das war wieder so klar. Okay, wir gehen mal das Bäumchen hier fällen. Naja, wir stellen auch wieder eins auf. Oh, ich brauche halt Volk. Das ist nun mal so. Da müssen auch manchmal Bäume dran glauben, die es nicht wollen. So, nächster Picker. Packen wir mal alles das, was wir behalten wollen. Wir können uns hier mittlerweile auch schon Beton mischen, habe ich gesehen. So, okay. Eisen können wir auch rausholen, nicht, dass wir es nachher vergessen. Ja, ganz nett, wenn du noch ein bisschen mehr hier Volk hergibst. Vielleicht ein Setzling oder so, falls wir hier noch mehr Holz brauchen, damit ich nicht hin und her laufen muss. Hey, ich höre hier dauernd eine Tür auf und zu. Hier noch mehr Häuser. Da hinten. Man hätte auch den Weg so machen können, aber ich möchte es halt mal anders machen. Warum einfach, wenn man das auch anders. So, jetzt pflanzen wir hier schon mal. Ah, da ist der Priester. Okay. Pflanzen wir hier schon mal ein Bäumchen. Ja, ich mache eine Anbindung an ihren Ort da. Damit wir hier in Ruhe und so. Aber wir haben es bald geschafft. Ich. So. Dann müssen wir auch mal irgendwann die ganze Kupfer hier rausholen. Ich mache jetzt erstmal so einen Provisionstunnel. Damit wir das hier wenigstens schon mal so haben, dass ich schnell mal da hinten raus kann. Was ja nicht das Schlechteste ist, wenn man ein Dorf gemeinsam hat. Vor allen Dingen haben wir dann einen besseren Überblick, was wir dann so an Menschen haben hier. Das, was wir auch machen müssen, wir müssen unbedingt ein paar Bibliothekare uns organisieren. Vielleicht werde ich mir sowas ähnliches wie eine kleine Mini-Trading Hall bauen. Wäre vielleicht ganz echt. Ah, wie weit muss ich denn hier überhaupt noch? Mich ja mal interessiert. So, wir müssen hier wieder mal so, Leuchtung so. So, wir hauen uns jetzt hier einfach mal bis zum Ende durch. Ja, mal sehen, wie weit das hier noch ist. Aber ich glaube, das ist so. So. Dann haben wir einen Durchgang. Passt doch. Das ist doch perfekt. Doch absolut perfekt hier. Bin zufrieden. Okay, wir müssen hier wieder eine Fackel hinmachen. Bin sehr zufrieden. Also das funktioniert genauso, wie ich mir das schon gedacht habe, dass wir da rauskommen. Hoffe ich nur, dass hier nicht lauter Sand runterkommt. Das ist ein bisschen doof.
Das hier einfach Sandstein ist. Oh. Einer weg. Einer weg. Dann haben wir den noch. So, okay. Den können wir hier schon mal den Sand wegnehmen. Okay, das sieht ein bisschen instabil aus, aber für unsere Zwecke reicht's. So, dann müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal sehen, dass wir hier auch eine Picke machen. Aber so kann ich halt schneller hin und her laufen. Und vor allen Dingen habt ihr gesehen, wir haben hinten noch genügend Platz, um vielleicht sowas ähnliches wie eine, ja, Bibliothekar, ein Bibliothekarhaus zu bauen mit mehreren Bibliothekaren. Aber die müssen wir ja da irgendwie hinkriegen. Ah, jetzt haben wir hier schon wieder ganz viel Zeug. Wir hier schon mal. Oh. Wieder eine neue. Den Rest haben wir dann hier weg. So. Dann können wir ganz viele Steine später brennen und das hier auch richtig schön machen. Aber ich habe halt noch keine Tanne oder so. Ja, wir haben jetzt erstmal nur das Nötigste. Das hier alles in Ordnung kriegen. Bin auf jeden Fall froh, dass wir hier. Das habe ich mir fast gedacht. Oh mein. Gut. Den müssen wir den Sand hier mal wegräumen. Fängt ja schon wieder gut an. Okay. Wir müssen den Stein da nochmal raus. Dann noch mehr Sand. Das macht. Na toll. Hätte ich jetzt mit Sand runterschmeißen. Ah nein, der muss höher dann. Der muss hier hin. So. Hoffe nicht, dass hier noch mehr. Als wenn ich es geahnt hätte, ne? Das ist der tägliche Wahnsinn. Ja, dann wird das hier wahrscheinlich auch sein. Nein. Ja, auch nicht. Ja, auch nicht. Okay, dann passt das. Gut, dann gehen wir mal schlafen. Dann starten wir in den Tag. Dankeschön. Ja, du brauchst nicht zu meckern. Ich baue dir immerhin hier einen Zugang, damit die Leute zu dir auch in die Kirche kommen. Also auf zum Meckern. So, wir werden das noch machen. Und ja. Und dann schauen wir mal. Wir haben jetzt schon Tag 7. Die Zeit vergeht schnell, wie ihr sehen könnt. Und wir schauen einfach, wie das so weitergeht. Was wir nach dem Tunnelbau hier machen. Ja, das ist ein bisschen schade, wie gesagt, dass ich noch kein Fichtenholz habe, aber das können wir dann mal mitbringen, wenn wir auf Abenteuer sind und erstmal so, ja, alles so machen, dass das ist irgendwie so. Ja. Ah. Okay. Naja. Wir haben es ja. Von daher alles gut. Okay. Einen runden Sand abbauen. Oh, denn den Tunnel noch oben die Decke stabilisieren. Das können wir hier auch mal wegnehmen. So, dann müssen wir noch die Decke da oben stabilisieren. Okay. Und eben müssen wir da. Okay, war toll. War klar, ne? Es war so klar. Gut. Restlichen Sand wegnehmen. Und dann haben wir eigentlich den Tunnel soweit fertig.
Lassen wir den eigentlich nur noch hübsch. So, da können wir auch einen Stein einsetzen, dann haben wir das auch schon mal. Gut, weil der wird ja noch verkleidet, der kriegt halt noch ein richtig schönes Aussehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir das hier schon mal relativ gut gelöst, das Problem. Wir kommen jetzt hier durch. Haben die Verbindung so mit zwischen den beiden Orten. Es passt. Okay, dann werde ich jetzt beigehen und werde jetzt erstmal die Dinge sichern und werde die jetzt erstmal in das kleine Häuschen bauen. Okay. Heißt, wartet mal. Wir brauchen wir eigentlich. Lassen wir dem das kleine Häuschen. Die gehen jetzt erstmal zu unserem. Jetzt müssten hier ja auch die Bäume wieder gewachsen sein. Das heißt, wir können hier weiter fröhlich traden. Ich muss mal gucken. Wir haben noch den Steinmetz dahin. Da werden wir mal gucken, bei dem die ganzen Steine da nicht ins Haus legen können. Eine Truhe hast du? Noch genügend. Das heißt, ich muss jetzt im Grunde genommen einen Baum fällen für Truhe, weil Steine eigentlich. Das geht auch. Ja, wir nehmen die mal mit. Und packen dem jetzt quasi hier Truhe hin. Hast du die noch in ihr Haus? Ja, passt noch. Da würde ich nämlich gerne jetzt die ganzen Steine schon mal unten. Gehen Sie mal weg hier. Gehen Sie mal bitte. Gehen Sie mal bitte zur Seite. Dankeschön. So. Hier packen wir jetzt Tatsache erstmal alle Steine rein. Dann packen wir das Kies hier rein. Ja, da. Bisschen Kobbel lasse ich hier. Dann haben wir noch Andesit. Das packen wir hier auch rein. Dann haben wir Sand und das ganze Zeug hier. Oh. Dann könnten wir hier zum Beispiel einen Ofen aufstellen. Das ist dann gar nicht so schlecht. Sechs. Ah, pack mal. Okay, hier ist dann sozusagen für Steine. Hier ist der Boden. So, okay, dann schmeißen wir jetzt mal das hier noch hin. Dann haben wir hier das noch. Die Kartoffeln hier. Wir haben Eier. Dann haben wir hier das Eisen, das möchte ich erstmal noch sammeln. Oh, das Kupfer. Dann haben wir hier noch diesen Feuerstein, den könnten wir hier unten noch mit reinlegen. Den Pinsel behalte ich, man weiß ja nie, meine Werkbank behalte ich. So, das Einzige, was uns jetzt fehlt, ist ein Bett. Das ist mal ein neues noch. Aber ich würde mal sagen, wir sind ganz gut vorangekommen. Wir haben den Tunnel fertig. Ich habe ganz viele Bausteine mir gesammelt. Ich habe ganz viel Kohle. Wir haben Essen. Und unser Bogner, wie gesagt, der muss vielleicht noch weiter fleißig arbeiten, weil der muss ja zumindest einen wunderschönen verzauberten Bogen noch organisieren. Das werden wir gleich versuchen. Auf jeden Fall seht ihr das in dem nächsten Teil. Und ich sag mal, tschüss, eure Bubu.